Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion Day 2 im 4 gegen 4 Classic Mode. Wir sind im Tower Defense Mode angekommen. Das heißt, alle Einheiten sind stationär, haben aber eine unglaubliche Reichweite. Das heißt, wir können ganz viel machen. So, ich werde jetzt hier den Golem platzieren und zwei Worker bauen und fertig. Die Maske nachher nach drüben. Mal sehen, ob sie das mit den Masken gefixt haben, weil da gab es irgendwie einen Fehler. Aber naja, Upgrade. Ja, Tower Defense Modus. Wer es noch nicht gesehen hat, stationäre Einheit, wie gesagt, die haben eine unglaubliche Reichweite. Alles wird zum Fernkämpfer. Es kommen nur Nahkämpfer Waves zu 100%. Und man hat den Chaos Roll, das heißt, jede Runde gibt es neue Einheiten. Das bedeutet, man kann nicht für die Zukunft sehen, was man nächste Runde hat. In dem Fall ist vielleicht APS gar nicht schlecht, wenn ich den platziere für den Schattentänzer. Der wäre geil, aber das werden wir nicht schaffen. So viel Gold gibt es jetzt nicht. Schleime sind allerdings gut, um die in den Split zu packen. Genau wie die Bienen. Bienen sind noch besser. Wir bauen Bienen hin. Die sollen so ein bisschen unseren Schaden abfangen. Drüben genau das gleiche. Der weiß schon, wie es läuft. Upgrade. Los geht's. Beim Senden darf man nicht vergessen. Was? Der hat gerade rüber geschossen. Zu mir. Ich habe es genau gesehen. Ja, beim Senden von Einheiten darf man nicht vergessen, dass alle Nahkämpfer werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Echse schicke, dann ist sie auch Nahkämpfer. Das darf man nicht vergessen. Deswegen schickt man keine Fernkämpfer hier im Tower Defense Modus. Im größten Teil zumindest nicht. Das macht halt keinen Sinn. Zack. Und das ist nicht schlecht. Da können wir eine Sakura Blume draus machen. Aber ich glaube, ich gehe mit den. Mit den Elementaren. Die sind super stark. Gerade wenn die so eine große Reihe. Ja, schon wieder? Der schießt wirklich auf meine Lehnen. Verrückte Geschichte. Okay, er hat das jetzt gebaut, hat die Maske aufgewertet. Wir werden jetzt hier einen Piraten hinbauen. Pirat ist gut, guter Tank. Ah, Harpien sind nicht so geil, weil die sich nicht bewegen können. Wir könnten auch mit zwei Masken noch gehen. Das ist die Echse, Nahkämpfer. Ihr habt es gesehen.
Dann Bazookas, das ist gut. Da können wir schon mal für Pyros vorarbeiten. Das, die können wir schon mal hinstellen. Magischen Schaden habe ich sowieso nicht. Ich setze 3 hin und baue die Rocker danach, weil ich die Pyros schon mal haben will. Da will ich schon vorgesorgt haben, dass ich ihn einfach nur aufwerten muss. Flächenschaden ist übelst stark. Aber die haben ganz schön durchgelassen. Schick mal eine Torte rein. Weil extra keinen Sinn macht, Robo auch nicht. Ich werde noch einen Locker bauen. Da hätte ich jetzt Blut holen können zum Beispiel. Aber dafür ist es zu spät. Ich verhärte den hier. Wir bauen... Ja, das ist auch nochmal ein fetter Tank, ne? Gargoyle. Na gut, da haben wir halt nur eingebaut. Nicht so schlimm. Da war ich nicht schnell genug. Ja, das soll ich haben. Gar kein Problem. Den habe ich auch durchgedrückt. Alle durch. Oh, das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Wir warten mal kurz. Geht schon weiter. Berserker unglaublich stark. Packen wir mit hin. Hier haben wir neue Bienen. Na ja, ein Kaskill hingestellt, der Bot. Da kriegen wir noch einen Turtle raus. Das ist okay, wenn ich also die Einheiten hier rüben lang locke, dann schießt deine Hellraiser und Masken auch mit rüber. Das ist gar nicht verkehrt. Oh, der hat's geschafft. Aber nur noch sein Jünger war übrig. Mit dem Unhold sind wir schon gut dabei. Noch einer verkackt. Jetzt ein paar Dinger. Ich will ja automatisch die Turtle aus, weil sonst schickt er irgendwas anderes rein. Das wollen wir nicht.
Healing wäre strong. Können wir eigentlich nur mit reinpacken? My ancestors, guide me. Weil Stichschaden haben wir genug. Das geht hier ran, so wie ich das wie ich mir das gedacht habe. Der Golem und die Gargoyles blocken das ab, weil die anderen schießen können. Der ist durch. Hier wird noch gekämpft. Ich werde jetzt keine Einheiten bauen, wahrscheinlich, sondern upgraden. Mann, 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 die Pollen. Das ist wieder schlimm, wenn das so heiß wird. Da ist einem immer so komisch in der Nase. So. Okay, jetzt haben wir automatisch Strahlen geschickt, ist aber nicht so schlimm. Ich werde trotzdem hier schon mal den Pyro aufbauen. Blut mit rein. Ah, kommt auch noch ein Drache. Wie der angreifen kann, obwohl er gar nicht dran ist. Das ist verrückt. Wir haben auch eine unglaublich starke Reichweite. Ja, ich komme durch. So wollte ich das sehen. Hat aber ein bisschen komisch gebaut. Oh, die kriegen ganz schön auf die Fresse. So, Schwein bringt uns hier gar nichts. Das könnten wir einfach so machen. Die Metzger noch mit rein. Ein bisschen das Potenzial verschwendet. Ja, ne, dann werfen wir den auf. Und packen hier noch so eine scheiß Ratte hin. Oder zwei. Der ist nicht zu den Ratten gegangen, du Arsch! Die extra für den so schön platziert. Tja, ich habe so einen Laser. Krass, geht weg. Also die Schweine sind jetzt auch Nahkämpfer, die auf der 11 kommen. Und die haben schon ganz schön eingebüßt. Wir nehmen das. Und den Fürst des Todes. Das ist eine übelste Reichweite. Ich werde jetzt nicht das Optimale rausholen. Dadurch, dass ich jetzt auf 40 Gold noch verzichtet habe, um den Fürst des Todes zu bauen. Aber der ist einfach zu fett, um ihn nicht zu bauen. Der holt noch seinen Drachen dazu. Mega stark.
70 habe ich gekriegt. Drache auch mega Reichweite. Jetzt werden wir hier schon mal einen Mimik schicken, um uns ein bisschen Geld abzuholen. Gerade bei den kleinen Einheiten sind Mimics super gut, weil die Strategie wird von vielen verfolgt, dass man auf die eine Seite kleine Einheiten packt. Holy shit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir sowas von mit. Könnten auch so machen. So sieht das doch gut aus. Dino mit rein. 90 Gold für mich. Gucken wir rüber. Dein Kram. Oh, Fürsten des Todes. Zwei Stück hat er gebaut. Noch immer zwei Worker. Wir können dann gleich ganz viele bauen. Eigentlich kann ich jetzt alles in Worker pushen. Du musst gar keine Einheit bauen. Nächste Runde. Vielleicht noch ein paar Bienen hin oder so. Ja. On my way. Yes, my lord. On my way. Does anyone else feel a bit verhackt? Machen wir noch eine Biene hin. Der Rest in Worker gesteckt. Sollte voll ganz ausreichen. Das ist mein Gold. Und das sind meine Worker. Bom, bom, bom. Millennium haut richtig rein. Zack, abgeschlossen. Noch mehr Worker. So, wir gucken mal hier drüben. Ja, wie gesagt, da ist ganz viel Kleinkram dabei. Da können wir eigentlich immer Mimics mitschicken. Die bringen uns gut Kohle. Oh, der ist gut. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir zwei mit. Und dann werden wir hier mal so eine Masken aufwerten. Müssen wir so langsam uns mal um Upgrades kümmern. Ein Triple Mimik. Geld her, Geld her. Zack, zack, zack. Gerade gegen die Fürsten des Todes sind die super stark. Haben Arkane Verteidigung, Stich, Angriff. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Hehehehe.
Jawohl, ja, mit dem Geld. So, wir bauen Pyrus auf. Ne, den bauen wir nicht auf. Keine riesige Biene. Den bauen wir noch auf. Den Hades. War sogar ein Quest. Sehr schön. Hier können wir natürlich noch zwei bauen, ne? Ich werde auf nächste Wave schicken. Jetzt sind die Fürsten des Todes zu fett. Da kommen nur noch die Maskenschüsse rüber. Der ist durch. Drei Mimics kommen wieder rein. Vielleicht kriege ich noch einen vierten raus. Mega stark. So, wir brauchen Stichschaden. Da haben wir genug. Und billige Ratten in die Ecke. Ich habe 5 Mimics reingeschickt. Oh, schade, ich krieg nicht noch einen raus. Machen wir es noch so. Jawohl, Geld, Geld. Oh, Mimics sind tot. Die wurden vom Starcaller ausgelöscht. Die zumindest die unteren. Auf wen schicke ich eigentlich? Auf Gelb. Der Gelb hat keine Lust mehr. Ich werde jetzt aber tatsächlich Ogre reinschicken. Weil die schon sehr stark einen Stichschaden haben und die Arkanen Verteidigung. So. Regenerationsbaum brauchen wir nicht unbedingt. Holy shit. Crab Lords. Was haben wir nicht? Wir haben eine Mole nicht, ne? Ogre mit rein und eine Turtle. Jawohl, Ogre auf die Kanone, so wollte ich das haben. Die Drachen sind fett genug, um die Fürsten des Todes auszulöschen. Da muss ich gar nichts machen. Der ist down, ich habe gehalten. Ich habe auch übelst starke Einheiten. Wobei, die hätte ja theoretisch jeder. Jeder den gleichen Roll.
Oh, zu Ende. Schade, ich war gerade so gut dabei. Hey. Naja, zwei weitere Runde Legion im Tower Defense Mode. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.